Captain Alex Sci-Fi Short Kapitel 1 Der Notruf In einer nicht allzu fernen Zukunft lebte Captain Alex Miller auf dem Raumschiff Aurora. Eines Tages erreichte die Aurora ein geheimnisvoller Notruf von einer abgelegenen Raumstation auf einem entfernten Planeten. Captain Miller und sein Team beschlossen, der Raumstation zu Hilfe zu eilen. Kapitel 2 die verlassene Station. Als die Aurora die Raumstation erreichte, stellten sie fest, dass sie verlassen war. Die Station war in einem Zustand des Chaos und der Zerstörung. Miller und sein Team begannen, die Station zu erkunden und stießen auf seltsame Anzeichen von Kampf. Es war offensichtlich, dass die Station von einer unbekannten Bedrohung angegriffen worden war. Kapitel 3 der Überlebende. Während ihrer Suche stieß das Team auf ein kleines, außerirdisches Wesen, das sich als ein Überlebender der Station herausstellte. Es erklärte, dass die Station von den Zakarianern, einer aggressiven außerirdischen Rasse, überfallen worden war. Das Wesen enthüllte wichtige Informationen über die Schwachstellen der Zakarianer und einen Plan, um sie zu besiegen. Kapitel 4. Die Vorbereitung. Captain Miller und seine Crew rüsteten die Aurora, für den Kampf gegen die Zakarianer. Mit den erhaltenen Informationen und der Unterstützung anderer außerirdischer Verbündeter begannen sie, eine groß angelegte Offensive gegen die Invasoren zu planen. Jeder an Bord der Aurora war entschlossen, die Galaxie vor dieser Bedrohung zu schützen. Kapitel 5 Die Schlacht. In einer epischen Schlacht kämpfte die Aurora Seite an Seite mit den vereinten Streitkräften der Galaxie gegen die Zakarianer. Trotz der Übermacht der Feinde gelang es ihnen, die feindlichen Schiffe zu schwächen und ihre Pläne zu durchkreuzen. Captain Miller und sein Team bewiesen Mut und Entschlossenheit, während sie die letzten Kräfte mobilisierten, um die Invasoren zu besiegen. Kapitel 6. Der Sieg. Schließlich gelang es Captain Miller und seinem Team, den Anführer der Zakarianer auszuschalten und die restlichen Invasoren zur Flucht zu zwingen. Die Galaxie war gerettet, und Captain Miller wurde als Held gefeiert. Doch er war sich bewusst, dass der Kampf für Frieden und Freiheit in der Galaxie niemals vorbei sein würde. Er war zuversichtlich, dass die Menschheit und ihre Verbündeten stark genug waren, um jede Herausforderung zu meistern, die das Universum ihnen entgegenwarf. Kapitel 7 Ein neues Kapitel Die Geschichte endet mit Captain Miller, der auf die endlosen Sterne blickt und sich auf die kommenden Abenteuer freut. Obwohl die Schlacht gegen die Zakarianer gewonnen war, wusste er, dass es noch viele Geheimnisse und unentdeckte Welten gab, die darauf warteten, erforscht zu werden. Mit der Aurora und seiner tapferen Crew war er bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen und die Menschheit ins Unbekannte zu führen.